In Deutschland leben 173 Milliardäre, mehr als in fast jedem anderen Land der Welt. Nur in China und den USA leben noch mehr Milliardäre als hierzulande. Doch obwohl es so viele Milliardäre gibt und wir als Konsumenten auch viel zu ihrem Vermögen beigesteuert haben, weiß man bei fast keinem von ihnen, wie sie eigentlich genau leben. Wir wollen das heute etwas ändern und geben euch daher einen exklusiven Einblick in das Leben von einigen der ungewöhnlichsten deutschen Superreichen. Euch erwartet unfassbarer Luxus, krasse Erfolgsstories und sehr bizarre Hobbys. Also legen wir direkt los und starten mit einem Milliardär, dessen Name wir alle kennen. Und zwar geht es um Herrn Dr. Porsche. Genauer gesagt um Dr. Wolfgang Porsche. Obwohl Wolfgang Porsche schon 80 Jahre alt ist, ist er immer noch berufstätig. Und zwar als Vorsitzender des Aufsichtsrates der Porsche AG. Doch seine Arbeit beschränkt sich aktuell nur auf ein paar wenige Termine im Monat. Die meiste Zeit verbringt Wolfgang Porsche mit Dingen, die ihm Spaß machen, zum Beispiel Oldtimer fahren. Regelmäßig macht er Bergtouren mit seinem Sohn Ferdinand in Oldtimern von Porsche, die Millionen wert sind. Er hat in seinem Privathaus sogar eine riesige Oldtimer-Sammlung. Herzlich willkommen zu Top 5. Wir sind hier bei mir zu Hause in Zell am See und ich zeige Ihnen gerne meine Fahrzeuge. Dort befindet sich zum Beispiel ein originaler Carrera GT oder sogar ein Porsche American Roadster, der mal seinem Vater Ferdinand Porsche gehörte. Neben dieser etwa 10 Millionen Euro teuren Autosammlung bietet das private Anwesen von Wolfgang Porsche jedoch noch wesentlich mehr Luxus. Denn das sogenannte Schüttgut, das sich im österreichischen Zell am See befindet, ist nicht nur ein gigantisches Gebäude mit über 20 Zimmern. Auf dem großen Gelände um das Haus befindet sich sogar eine eigene kleine Privatkirche und mehrere große Rinderherden. Auch das Familienleben von Dr. Porsche ist sehr ungewöhnlich. So hatte er bereits 4 verschiedene Ehefrauen und nachdem er sich zuletzt von seiner schwer erkrankten Frau scheiden ließ, ist er nun mit über 80 mit einer echten Prinzessin zusammen. Und zwar Gabriele, Prinzessin zu Leiningen. Die Multimillionärin hatte eine schillernde Vergangenheit und war sogar schon mit einem islamischen Milliardär verheiratet, der sie dazu brachte, ihren Namen zu Begum Aga Khan zu ändern. Wolfgang Porsche hat insgesamt 4 Kinder und zeigt sich in der Öffentlichkeit vor allem mit seinem 50 Jahre jüngeren Sohn Ferdinand, der ebenfalls einen großen Hang zu Luxus hat und Liebhaber von teuren Uhren und exklusiven Oldtimern ist. Er soll eines Tages das Gesicht der Sportwagenfirma werden, weshalb Ferdinand Porsche sich regelmäßig mit YouTubern trifft und auch oft in Podcasts zu sehen ist. Weiter geht's mit Hermann Bühlbecker, dem Chef der Süßigkeitenmarke Lamberts. Lamberts ist vor allem für traditionellere Süßwaren bekannt, wie etwa Lebkuchen oder Christstollen und erreicht damit vor allem in Deutschland Millionenumsätze. Und genau dieser Erfolg brachte Hermann Bühlbecker ein Vermögen von geschätzt knapp 1 Milliarde Euro ein. Doch Bühlbecker ist kein normaler deutscher Superreicher, denn statt zurückgezogen in einer Villa zu leben, genießt der Süßigkeitenmagnat die öffentliche Aufmerksamkeit sehr. Er begibt sich gerne in Talkshows oder Nachrichtensendungen, hat einen eigenen Podcast und vor allem eine Sache liebt Hermann Bühlbecker mehr als alles andere, und zwar Prominente zu treffen. So organisiert er mit seiner Firma die Lamberts Monday Night, ein riesiges Promi-Event, das Bühlbecker persönlich begleitet. Sogar Pamela Anderson, Michael Gorbatschow oder Lewis Hamilton hat Bühlbecker schon eingeladen. Und auch auf Instagram zeigt sich, wie Bühlbecker fast besessen davon ist, sämtliche Weltstars persönlich zu treffen. So ist es auch kaum verwunderlich, dass Bühlbeckers Freizeit vor allem daraus besteht, Kunstevents, glamouröse
Galas oder andere High-Society-Meetings zu besuchen. Ebenfalls ist Bühlbecker begeisterter Tennisspieler und nimmt mit über 70 noch regelmäßig an Amateurturnieren teil, wie etwa einem kleinen Tennisturnier in Monaco. Ebenfalls reist Bühlbecker gerne und zeigt sich auf Instagram regelmäßig an schönen tropischen Orten. Weiter geht's mit einem Milliardär, der etwas aus der Reihe tanzt. Und zwar geht es um Daftan Yusuf, den jüngsten Superreichen aus unserer Liste. Auch die Art und Weise, wie er sein Geld verdient hat, ist relativ ungewöhnlich. Denn der erst 23 Jahre alte Yusuf, der ursprünglich aus dem Irak kommt, hat sein Milliardenvermögen mit Kryptowährung verdient. Dabei hatte er extremes Glück, da er als Jugendlicher über 1000 Bitcoin kaufte, zu einer Zeit, als Bitcoin lediglich 12 Euro kostete. Heute ist es bis zu 50.000 Euro wert. Als Kryptowährung damals dann leicht im Wert stiegen, kaufte Yusuf noch viel mehr. Und so wurde er mit nicht einmal 18 Jahren schon zum Multimillionär. Er gründete daraufhin Immobilienfirmen, entwickelte Trading-Software für Kryptowährungen und inzwischen ist er Wikipedia zufolge der jüngste Milliardär der Schweiz, seiner aktuellen Heimat. Während Yusuf als Kind im Irak noch in einer kleinen Lehmhütte wohnte, hat sich auch sein privater Lifestyle radikal gewandelt. Ich habe gar nichts mehr gemacht, großartig, und bin durch Zufall fast ein Jahr später wieder auf die Website und ich war immer noch drin, ich war immer noch angemeldet und diese Bitcoin hat einen Wertanstieg. Heute ist Yusuf regelmäßig am Reisen, allerdings in purem Luxus. So fliegt er als Milliardär für gewöhnlich mit einer eigenen Bombardier Global 7500, einem der exklusivsten Privatjets der Welt. Er macht Urlaub an verschiedensten Teilen der Welt, reist nach Island oder in die Tropen oder gönnt sich ein Wochenende im Four Seasons Hotel in Paris, wo eine einzige Nacht mindestens 2000 Euro kostet. Auch den Papst höchstpersönlich hat Yusuf schon getroffen und der Kryptomilliardär schenkte ihm bei dieser Gelegenheit auch etwas ganz Besonderes, und zwar Yusufs eigene Biografie, die der erst 23-Jährige vor kurzem verfasst hat und in der es um seinen Weg zum jüngsten Milliardär der Schweiz geht. Weiter geht's mit einem reichen deutschen Top-Manager, der einen sehr ungewöhnlichen Stil hat, und zwar Ernst Prost, dem Chef der Motorölfirma Liqui Moly. Prost leitete die Firma über 30 Jahre lang und auch wenn er streng genommen nie zum Milliardär wurde, hat er mit geschätzten 400 Millionen Euro Gesamtvermögen mehr Geld verdient als die allermeisten Geschäftsführer Deutschlands. Was Ernst Prost allerdings so ungewöhnlich macht, ist die Art, wie er arbeitet. Statt sich als Chef eines Top-Unternehmens nur um die Gewinne zu kümmern, war für ihn immer das höchste Ziel, dass seine Mitarbeiter sich wohlfühlen. Er ging regelmäßig durch die große Liqui Moly-Fabrik und grüßte dort jeden Angestellten beim Namen, fragte nach, ob es ihm gut ging und setzte sich sogar in der Öffentlichkeit dafür ein, dass Unternehmen sich mehr um ihre Mitarbeiter kümmern. Ebenfalls gründete er Stiftungen für gemeinnützige Zwecke, wie etwa die Förderung des Weltfriedens. Doch nicht nur das Arbeitsleben von Ernst Prost ist sehr ungewöhnlich, so lebte er auch privat lange Zeit nicht in einem Haus, sondern wortwörtlich in einem echten Schloss. Und zwar in dem üppigen Schloss Leipheim, das sich hoch über der bayerischen Kleinstadt befindet. Dort lebte Prost neben Ritterrüstung und alten Antiquitäten wie ein König, bis er schließlich vor einiger Zeit in Rente ging und sich dann zu einem radikalen Lebenswandel entschied. Er gab sein Schloss auf, ließ seinen Job hinter sich und wurde zu einem Einsiedler in den Alpen. Dort ließ er sich einen langen Bart wachsen, kaufte einen Hof mit vielen Tieren und lebt nun ein Leben, das quasi nicht weiter entfernt sein könnte von dem eines Top-Managers. Doch Prost ist sehr glücklich damit und durch 400 Millionen Euro Vermögen muss er sich auch keine Sorgen mehr um seine finanzielle Sicherheit machen. Wenn man an Milliardäre denkt, kommen einem oft Luxusobjekte wie Sportwagen,
teure Villen oder auch edle Yachten in den Sinn. Luxuriöse Yachten spielen im Leben unseres nächsten Superreichen in dieser Liste tatsächlich eine sehr große Rolle. Denn Peter Lürssen ist der Chef der Yachtfirma Lürssen, einem der größten Yachthersteller der Welt. Zu den Kunden von Peter Lürssen zählen die reichsten Menschen der Erde, zum Beispiel russische Oligarchen oder der Emir von Dubai. Da Peter Lürssens Kunden so exklusiv und reich sind, besucht Lürssen sie oft persönlich vor Ort und entwickelt mit ihnen dann eine Yacht, die vollkommen einzigartig ist und genau ihren Wünschen entspricht. So baute Lürssen zum Beispiel die Nord, eine Superyacht, die unfassbare 500 Millionen Euro kostet. Dafür bietet sie allerdings 36 Suiten, ein Schwimmbad, ein Kino, eine Sauna und sogar eine Bootgarage im Schiffsrumpf. Bei so viel Luxus ist es auch kaum verwunderlich, dass Peter Lürssen selbst zusammen mit seiner Familie inzwischen ein Vermögen von geschätzt etwa 1 Milliarde Euro besitzen soll. Dieses viele Geld gibt er auch für ziemlich ungewöhnliche Dinge aus. So soll er laut Zeitungsberichten eine eigene Pferderennbahn in Österreich gekauft haben, und zwar die 40 Millionen Euro teure Magna Ratio. Ebenfalls hat Lürssen sich sogar ein eigenes Schloss gekauft, und zwar das österreichische Silberer Schlüssel, das vom Schloss Neuschwanstein inspiriert wurde. Auch in Monaco verbringt Peter Lürssen außergewöhnlich viel Zeit, denn nirgends auf der Welt ist die Dichte an Yachten höher als in dem Stadtstaat. Daher gibt Lürssen regelmäßig exklusive Partys und organisiert diverse Veranstaltungen, um so den ein oder anderen Milliardärskunden für sich zu gewinnen. Nun würde uns mal interessieren, was würdet ihr denn machen, wenn ihr Milliardär wärt? Würdet ihr euch auch ein Schloss kaufen oder hättet ihr ganz andere Pläne? Lasst es uns mal in den Kommentaren wissen. Wir sind sehr gespannt und sehen uns dann das nächste Mal hier bei Wissenswert. Macht's gut!